meine Lieben, ich bin's wieder. Ich wollte euch heute mal sagen, ihr hört, ich bin noch ein bisschen heiser vom Wochenende, da ging ordentlich was ab. Viele von euch haben mich gefragt, wie das so ist, feiern gehen mit Depressionen, wie geht das überhaupt und wie war das Treffen mit Kerstin Ott, wie bin ich da überhaupt zugekommen, wie habe ich das ausgehalten und das auf der Bühne stehen und diese ganzen Sachen. Und ich dachte mir, was kann ich da Besseres machen, als euch das direkt zu erzählen? Schreiben ist auch immer ein bisschen schwierig dann. Und deswegen mache ich dieses Video jetzt für euch. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal von vorne an, wie der Tag begonnen hat. Beziehungsweise wie das begonnen hat, dass ich mit Kerstin in Kontakt getreten bin. Das ist so gewesen, ich habe schon lange den Wunsch gehabt, sie mal zu treffen. Und ich habe aber immer mich gefragt, wie mache ich das, wie kann ich das anstellen und das wird bestimmt sowieso nichts. Und es ist eigentlich so weit weg, so jemanden treffen zu dürfen und vor allem mit ihm auch privat sprechen zu können. Und dann habe ich einfach mich durchs Internet geforstet, wo überall die Möglichkeit wäre, ihr vielleicht mal eine Nachricht zu hinterlassen, dass sie vielleicht bei ihr ankommt oder so. Und ich hatte einfach Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und sie auf mich aufmerksam geworden ist und das toll findet, was ich mache. Und gerade auch ihr Song ist ja, die immer lacht, hat sie ja für eine Freundin geschrieben, die auch emotional sehr weit unten war. Und wenn man sich den Text anhört, dann weiß man auch, worum es da geht. Und dadurch habe ich so einen Bezug zu diesem Song einfach bekommen, weil ich das Gefühl habe, sie... Ich habe es geahnt, dass es kommt, wenn ich jetzt erzähle, aber ich glaube, das ist dann einfach auch, dann muss es raus und es tut mir leid, ich werde wahrscheinlich noch öfter weinen jetzt, wenn ich das alles erzähle. Aber das zeigt eigentlich, wie viel mir das bedeutet hat, dass es diesen Moment und diesen Tag einfach für mich gab. So, aber jetzt erzähle ich erstmal die lustigen Sachen, bevor es traurig wird. Also, der Tag hat so gestartet, dass ich morgens um 7 mich fertig gemacht habe, weil ich nicht wusste, wann ich endlich dieses Treffen haben werde. Ich wusste, an welchem Tag es stattfindet. Aber, ja, ein Tag kann lang sein. Ein Tag hat 24 Stunden. Und ich habe mich rechtzeitig fertig gemacht und den ganzen Tag gewartet, dass von ihrem Management ein Zeichen kommt, dass ich los kann quasi. Und das kam dann auch irgendwann gegen, ich weiß gar nicht wann, das war 4:30 nachmittags oder so, dass es hieß, ey, ihr könnt hin. Die Veranstaltung war die Schlagerwelle im Weißenhäuser Strand und da hatte sie halt einen Auftritt. Und das ist von mir aus 10 Minuten mit dem Auto, deswegen hat sich das ganz gut angeboten, dass wir das machen. Und dann sagte er mir, Kerstin oder beziehungsweise ihre Betreuerin wird sich dann bei mir melden, sobald die vor Ort sind. Und wir können schon hin, wir stehen auf der Gästeliste. Ich war mit einer Freundin dort, ich habe sie als Begleitperson mitgenommen. Und wo wir angekommen sind, war erstmal, wo müssen wir jetzt hin? Wo geht man denn hin, wenn man auf der Gästeliste steht? Ich stand noch nie auf irgendeiner Gästeliste, deswegen war das was ganz Neues und was ganz Tolles für mich. Und dann ging das schon los, wo wir rein wollten, standen davor natürlich Leute, die noch ihre Karten loswerden wollten, wie das immer so ist bei Veranstaltungen. Und dann fragte mich einer, brauchst du noch eine Karte? Und dann konnte ich ganz cool sagen, nee, ich stehe auf der Gästeliste. Und habe mich einfach mal so einen Keks gefreut. Und dann standen wir da, wo die Gästeliste war und ich habe gesagt, so und so ist mein Name. Ich bin von Kerstin Ott auf die Liste geschrieben worden. Dann haben die unseren Namen dort nicht gefunden. Es gab irgendwie voll das große Chaos da und dann sagte sie, von wem seid ihr denn auf die Gästeliste geschrieben worden? Da habe ich gesagt, von Kerstin Ott. Und dann sagte die da am Empfang, wer ist Kerstin Ott? Und dann dachte ich mir so, wow, cool, ihr wisst nicht mal, was für Acts ihr hier habt. Geil. Aber nun gut, ich habe dann die Mail natürlich vom Management noch vorgezeigt und dann ging das auch alles glatt und war gar kein Problem. Und auf dem Weg von der Anmeldung zum Festzelt klingelte mein Handy. Und ich dachte, das wird ihr Management sein, um mir zu sagen, wann ich wo sein soll. Ja. Da ging ich ans Handy und dann auf einmal, hallo Charisse, hier ist Kerstin. Mein Herz ging, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die Pumpe lief und meine Freundin so, was, Kerstin ist am Telefon? Ich sag, ja, sie hat mich angerufen und das war für mich schon das erste Highlight an dem Abend auf jeden Fall. Kerstin Ott ruft halt nicht jeden Tag an, ne? da darf man sich schon mal freuen. Und dann hatten wir die Zeiten alle abgemacht und am Anfang war es doch ziemlich anstrengend für mich, muss ich sagen, wo dieses Warten noch war und diese Anspannung und dieses, oh, ich, weiß nicht genau, wann sie kommt und wie das denn wird und ist sie irgendwie so sehr auf Distanz oder kann ich mit ihr locker sprechen? Diese ganzen Ängste, die in einem dann
Aufkommen war natürlich da und beim Eingang war es für mich sehr schlimm mit den vielen Menschen, weil das war so ein richtiges Gedränge, als man dann rein konnte. Das war wirklich nicht lustig für mich. Da habe ich echt dann auch gesagt, boah Leute, ich hasse Menschen. Könnt ihr mal irgendwie aufhören so zu drücken? Und dann haben sie erstmal alle gelacht, weil sie so dachten, ne, die hasst Menschen und geht auf so eine Party. Ich war dann doch relativ schnell drinne. Und das Gute ist, es hat sich da sehr verlaufen. Also es ist jetzt nicht so eine enge Masse da drinnen gewesen, sondern ich hatte Platz zum Atmen, egal wo ich hingegangen bin. Ich musste mich ja nur nicht in die erste Reihe drängeln, das kam später. Deswegen war das eigentlich relativ okay, muss ich sagen. Es war, man konnte atmen, man konnte laufen, ich konnte meinen Platz einnehmen, wenn ich ein bisschen Zeit für mich brauchte. Ich konnte mich auch mal an den Rand setzen, wo nicht so viel los war. Und das war eigentlich ganz gut. Wir haben dann so die ersten Acts uns angeguckt. Wer war dann alles da? Lorenz Büffel war mit da, die Remy Demi Boys. Ich weiß nicht, ob euch das alles was sagt, aber die sind so hauptsächlich auf Mallorca, glaube ich, immer unterwegs. Ich meine, Schlagerwelle ist Mallorca-Time. Und dann hatte ich mit Lorenz Büffel relativ viel gesprochen. Der war auch immer zwischen Publikum unterwegs und so, also total locker drauf. Und dann habe ich einen von den Remy Demi Boys erwischt und die sind natürlich alle schon Backstage gegangen immer, weil das waren ja die Acts des Abends. Und er hat mich halt gefragt, wer ich bin und was ich so mache, wie ich dazu komme, dass ich da bin, ob ich von der Presse bin. Da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht von der Presse, aber ich habe trotzdem gleich einen Termin quasi mit Kerstin hinten Backstage, ich darf sie treffen. Und dann sagte er, echt, ja, die ist schon da, cool, ich sag ihr gleich mal Bescheid. Und dann stand sie vorne am Backstage-Eingang und ich bin sofort hin und dachte, ey, da kann ich jetzt nicht warten, bis die mich holen, sondern da muss ich hin. Und sie hat mich auch sofort erkannt und hat mich direkt in den Arm genommen und meinte, kommt mal mit Backstage. Und wir sind dann nach hinten und da saßen natürlich dann alle, Oli P. und Gildo Horn und ich weiß gar nicht, wer da noch alles war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr Kerstin fixiert in dem Moment, weil ich natürlich die Zeit, die wir dort hatten, nutzen musste, weil es waren zwar schon, ich glaube, 30 bis 45 Minuten, die wir hatten. Aber wenn man erstmal spricht, dann sind 30 bis 45 Minuten gar nicht so viel. Die Zeit ging ganz schön schnell um. Wir haben aber ganz, ganz tolle Gespräche geführt. Sie hat super viel Verständnis für mich und auch für die Erkrankung, muss ich wirklich sagen. Da gab es kein ach so und sondern das Erste, was ihre Frage war, wie geht's dir? Ist das gerade alles zu viel für dich? Wie fühlst du dich? Und ist es okay, dass wir jetzt hier sitzen und dass das auch ein bisschen lauter nebenbei ist und so? Also sie hat sich wirklich darum gesorgt, dass für mich alles gut ist. Sie hat auch gleich was zu essen und zu trinken angeboten und wirklich total menschlich und herzlich, muss ich sagen. Da gab es keine Star-Allüren oder dass man denkt, oh Gott, die hält sich für was ganz Besonderes, sondern wirklich super auf dem Boden geblieben. Wir haben dann sehr, sehr viel gesprochen, auch über meine Seite natürlich. Sie hat die auch zwischendurch verfolgt und sie kennt diese Situation von ihrer Freundin natürlich, für die sie diesen Song Die immer lacht geschrieben hat. Und dann hatte Kerstin halt die Idee, dass wir ein Video machen können, wo sie mich auf die Bühne holt, dass ich auch für mich ein schönes Andenken habe. Dann hat sie mir noch einen ganz wichtigen Satz mit auf den Weg gegeben. Ich komme mir vor wie so eine Heulsuse, echt, aber das ist im Moment, das war für mich wirklich so ein schönes Erlebnis einfach. Sie hat zu mir gesagt, weil ich habe ihr gesagt, ich war oft an dem Punkt, wo ich schon gesagt habe, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, mir ist das alles zu viel. Und wo ich wirklich gedacht habe, okay, für mich ist mein Leben jetzt und hier irgendwie beendet und das lässt sich nur noch so im Sand verlaufen, dann geht es bald zu Ende. Und ich habe gesagt, wenn du einmal an diesem Punkt bist, wo du weißt, du kannst und du willst nicht mehr und trotzdem wieder aufstehst und weitermachst, dann ist es ganz klar so, dass du dich nicht mehr mit so Pille-Palle-Sachen abgibst, dass du dich darüber den Kopf zerbrichst, ob jetzt, keine Ahnung, das T-Shirt grün oder blau ist, was du heute anziehst. Es ist dir scheißegal, weil du weißt, dass es viel wichtigere Dinge gibt. Und somit habe ich ihr auch gesagt, für mich ist es wirklich, ich mache nur noch die Sachen, die mich wirklich erfüllen. Und so wie zum Beispiel diese Seite hier für euch bei Facebook, das ist was eines der wenigen Dinge ist, die ich immer noch machen kann, die ich wirklich von Herzen gerne mache und die mir total viel geben irgendwie. Und ja, sie hat dann zu mir gesagt, Charisse, weißt du, wenn du irgendjemanden auf dieser Welt glücklich machen musst, dann bist das nur du, du ganz alleine und alle anderen, die mit dir diesen Weg gehen wollen, die gehen sowieso mit dir oder halt eben auch nicht, wenn sie es nicht wollen. Und da brauchst du dich dann gar nicht verbiegen für die, sondern bleib so, wie du bist und so bist du gut. Und das sind Sätze und, oh Gott, tut mir wirklich leid, aber ich
bin da noch sehr emotional drin gefangen und genau deswegen wollte ich auch jetzt schon das Video machen, damit ihr seht, dass das für mich emotional sehr, sehr viel irgendwie bedeutet und dass es auch sehr viel war für mich emotional, auch wenn ich auf den Fotos immer so super strahlend wirke und völlig on point in dem Moment, das bin ich auch. Aber trotzdem habe ich Gefühle und emotional gesehen ist das auch alles sehr viel für mich gewesen, auch jetzt zum Verarbeiten einfach, weil es selten ist, dass ich vor Freude so ein Gefühl habe. Und den schönsten Moment, den es dann halt gab, war ja, dass sie sagte, wir wollen das Video machen auf der Bühne und sie hat, glaube ich, 3 oder 4 Songs vorher gesungen, einige aus ihrem neuen Album auch und alle von diesen Songs haben natürlich eine ähnliche Melodie, das ist so ihr Markenzeichen, glaube ich, aber es ist wirklich so, die Texte, die sie schreibt, das ist dieses, es ist nicht vollkommen anspruchsvoll, dass es so richtig viel Text und viel zu verstehen ist, aber es sind kleine Zeilen, die sofort ins Herz gehen einfach, habe ich das Gefühl, die, wo Sinn hintersteckt, wo das zeigt irgendwie, dass man, ja, dieses, man lebt nur einmal. Und sie hat dann zu mir gesagt, sie gibt mir ihren Backstage-Pass mit, damit ich nachher auch auf die Bühne komme und alles, damit es da keinen Ärger gibt, weil theoretisch könnte sich ja jeder hinstellen und sagen, hey, ich darf gleich auf die Bühne, den habe ich hier auch noch. Den hat sie mir dagelassen als Andenken und da bin ich auch total froh. Das ist was mir hilft, diesen Abend auch festzuhalten irgendwie, weil sonst ist das alles so schwammig und so, es ist auf einmal weg und das war jetzt zwar voll schön, aber irgendwie geht mein Leben ja trotzdem so ganz normal weiter, so wie bisher. Ja, dann hat sie, in meinem Kopf ratterte das nur, wo ich dachte, okay, der Song, der Song, der Song, dann musst du nach hinten, dann musst du auf die Bühne, dann musst du gucken, dass du funktionierst irgendwie, dass du das sagst, wenn sie dich irgendwas fragt und da ratterte alles in meinem Kopf und ich habe aber gesagt, ich würde den ersten Song, den sie singt, gerne aus dem Publikum erleben und ich musste meine Freundin auch nach vorne bringen, in die erste Reihe, damit sie das schön filmen kann und dann gab es halt auch richtig Stunk dann, ne? Also wir da voll so zwischen und hallo, dürfen wir mal durch und alle, oh, was wollt ihr hier und muss das jetzt sein und das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr euch jetzt hier hinstellen wollt und ich habe versucht, das auszublenden, weil ich wusste, ich habe ein Ziel vor Augen, ich muss gleich auf die Bühne und dann fing sie an, die Akustikversion von Die immer lacht zu spielen. Und es hat mich wirklich, also ich habe da nicht mit gerechnet, wirklich nicht, weil in meinem Kopf war nur, okay, der Song, der Song, der Song, ich muss gleich nach hinten und bababababab. Und auf einmal erwischt mich so voll die emotionale Lawine und ich habe so geweint. Und Kerstin hat das von oben gesehen und sie hat mich halt angegrinst dann und dann war wirklich aus, wo ich so dachte, okay, wir haben gerade gesprochen, sie weiß, auf was für einem Stand ich bin, sie weiß, wie es mir geht. Und dann singt sie, sie weint, aber nur, wenn sie alleine ist. Und guckt mir in die Augen und grinst mich an und es ist irgendwie gewesen, als wenn so ein Ventil in mir geöffnet wurde. Ein schönes aber. Also ich habe wenige Momente, wo ich wirklich vor Freude lachen kann und wo ich das Gefühl habe, das kommt richtig tief im Herzen an. Und das war so ein Moment. Und ich musste mich dann aber relativ schnell wieder beruhigen, weil ich wusste, ich muss gleich auf die Bühne und dann kann ich ja nicht völlig verheult dahin gehen. Und das war für mich aber gar nicht schlimm, auf die Bühne zu gehen. Also ich muss wirklich sagen, viele haben ja gesagt, oh Gott, und wieso traust du dich auf die Bühne und so viele Leute und es ist wirklich, es klingt vielleicht richtig bekloppt, aber ich gehe nicht, also wenn ich rausgehe, ich gehe nicht als ich raus, sondern ich gehe als Charisse Lifestyle raus. Charisse Lifestyle ist in dem Moment meine Maske einfach. Die Maske, die ich aufsetzen kann, um nicht alles so nah an mich ranzulassen. Also ich kann mich halt hinstellen und sagen, hey, ich bin die und die, ich bin Bloggerin, ich habe eine Seite, ich habe so und so viele Follower und das Ding läuft und alles ist cool. Das ist irgendwie so ein Schutz für mich, der ganz, ganz wichtig ist, aber um nicht alles so nah an mich ranzulassen. Und auch Kerstin sagte, sie kennt das natürlich, dass man muss so einen Schalter haben, den man umlegen kann, damit man nicht alles so nah an sich ranlässt. Also ich habe mich von ihr noch verabschieden können zum Glück. Leider war natürlich nach ihrem Auftritt ganz, ganz viel Trubel. Die Leute wollten alle Autogramme von ihr und Fotos mit ihr machen. Ich habe mich in dem Moment natürlich ein bisschen zurückgehalten, weil ich hatte ja nun schon Fotos mit ihr und ich habe auch mit ihr quatschen können und ich war ja schon ganz nah dran an ihr. Als sie dann aber kurz vom Backstage-Bereich war, habe ich sie halt gefragt, können wir noch mal ganz kurz ein Foto zusammen machen? Weil wie gesagt, ich hatte bisher nur eins mit ihr und Oli P., wo wir Backstage waren, das habe ich vorhin gar nicht erzählt. Habe ich gefragt, können wir noch ein Foto dann, bevor es gleich rausgeht, auf die Bühne und so kurz machen, bevor wir das vergessen? Da sagt sie, klar, du hast auch Oli gerade hier, Oli P., komm mal mit ran und lass mal kurz ein Foto machen. Ja, hey, cool und voll geil und
alles total entspannt einfach. Also ich habe mir das alles ein bisschen angespannter vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat sie mich noch kurz mit Backstage wieder genommen nach dem Auftritt. Wir haben noch ein Foto oder zwei, glaube ich, zusammen gemacht. Sie hat mich nochmal in den Arm genommen und sich dann von mir verabschiedet. Und dann musste sie auch relativ schnell los, weil sie die nächsten Termine hat. Dann war für mich dieser Moment, okay, Kerstin ist jetzt weg. Ich weiß nicht, wann ich sie wiedersehe, ob ich sie überhaupt nochmal wiedersehe. Man weiß das ja immer nicht. Das Schlimmste in dem Moment war, Oli P. war gerade auf der Bühne und hat sein Lied Flugzeuge im Bauch gesungen. Ich weiß nicht, einige kennen das bestimmt von euch. Und wenn er dann singt, so voll emotional und die ganze Halle hat irgendwie mitgesungen im Chor und ich schon total am Heulen und denk so, oh nein, ey, ich bin voll verzweifelt, weil Kerstin ist jetzt weg und die Musik auf der Bühne, die nimmt mich auch nochmal voll mit, weil das so eine, ja, emotionalen Songs einfach sind, gerade von Oli P. Und das war echt so eine wusch, einmal eine voll mitbekommen und ja, jetzt musste ich dann voll weinen und meine Freundin hat mich zum Glück in den Arm genommen und hat mich dann getröstet. Den restlichen Abend, muss ich sagen, habe ich mich dann einigermaßen wieder beruhigt. Wir haben noch viel gefeiert, als Peter Wackel, Mia, Julia und alle auf der Bühne waren. Ich meine, die kannst du halt echt auf die Bühne stellen und die funktionieren genauso wie Lorenz Büffel. Die können das einfach. Die reißen die Massen mit und das Ding läuft. Und das hat man auch einfach gemerkt. Normalerweise hätte ich auch am Samstag nochmal hingekommen, weil das Bändchen, was ich hatte von der Gästeliste, war für 2 Tage. Aber ich muss wirklich sagen, als ich nach Hause gekommen bin von diesem Tag, das habe ich auch mit Kerstin besprochen, das ist dieses Gefühl von, ich bin jetzt draußen, ich kann mir die Maske aufsetzen, ich bin als Charisse Lifestyle hier, ich kann hier und da und dies und das. Ich kann alles, ich kann Fotos machen, ich kann mit denen schnacken, ich habe keine Angst vor gar nichts. Und dann sitze ich wieder zu Hause und es ist ruhig, in dem kleinen Zimmer sitze ich dann und merke irgendwie, mein Leben ist halt immer noch das Gleiche, was ich vorher auch hatte. Es ist immer noch ein bisschen, na was heißt ein bisschen, mein Leben ist eigentlich ziemlich kaputt, auch wenn es vielleicht nach außen hin manchmal anders aussieht. Mein ziemlich kaputtes Leben wartet da einfach auf mich und es wartet immer auf mich, wenn ich von tollen Momenten nach Hause komme und das, dann sitzt du halt wirklich, es ist dieses, ja, wie die Cinderella-Story einfach. Du wirst gefeiert, du stehst auf der Bühne, du bist der Star, alle sagen, wow, cool und ich finde dich voll toll und deine Haarfarbe und wow, du standst mit Kerstin auf der Bühne und mich haben ganz viele angesprochen und ich habe auch viele Fotos gemacht und dann sitzt man halt abends zu Hause und denkt, okay, sitze ich hier wieder mitten in der Nacht, ich kann nicht schlafen, mir geht's immer noch schlecht eigentlich innerlich. Das war jetzt ein schöner Moment, aber mein Alltag sieht halt trotzdem immer noch anders aus. Und das holt einen ganz schnell wieder runter von diesem übelsten Hoch, was man in dem Moment einfach hatte. Aber was ich dadurch wirklich wieder gemerkt habe, dass ich das, was ich an diesem Abend einfach gemacht habe, das Präsentsein, mit auf die Bühne gehen, das macht mir gar keine Angst, wirklich nicht. Es ist total schön für mich, es hört sich bestimmt ein bisschen komisch an einfach, aber im Mittelpunkt zu stehen, dass die Leute mich angucken und sehen, dass es mich gibt, mich wahrnehmen, weil ich mich selbst fühle mich irgendwie als nichts, als Luft irgendwie, auch wenn ich mit den Künstlern zwischendurch gesprochen habe. Habe ich immer noch mal gefragt, weißt du noch, wer ich bin? Weil ich immer dachte, die haben das bestimmt voll vergessen. Die haben mit so vielen Leuten da gesprochen und ich bin ja eigentlich niemand. Und dann guckten die mich immer ganz schief an. Ja klar, wir haben doch vorhin schon gesprochen. Und das waren für mich ganz komische Momente, weil ich das nicht kenne, dass ich so wahrgenommen werde als Mensch. Und gerade weil da viele waren, die meine Seite nicht kannten und mich trotzdem wahrgenommen haben. Na klar, ich sag mal so, wenn ich so wie dieses Treffen, was wir in Hamburg hatten, so ein Charisse Lifestyle-Treffen, dass die Leute mich da erkennen, das ist ja völlig klar und dass sie mich dann auch wahrnehmen. Da geht es ja auch um mich ein Stück weit. Aber zu einer Veranstaltung zu gehen, wo mich vorher keiner kennt, wo die Leute nicht wissen, was ich bei Facebook mache oder wer ich überhaupt bin und mich trotzdem wahrnehmen und ernst nehmen und einfach sich völlig menschlich mit mir unterhalten, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich. Und ich habe mich da auch pudelwohl gefühlt zwischen diesen ganzen Leuten und dem ganzen Gewusel so ein bisschen und diesen ganzen Acts irgendwie. Da fühle ich mich total wohl. Und ich habe auch komischerweise zu der Zeit, wenn ich da so, wie gesagt, dieses auf der Bühne stehen und das alles, da fühle ich mich überhaupt nicht irgendwie unwohl oder habe Angst, so, oh Gott, was denken die jetzt von mir, die denken bestimmt, du bist voll komisch, sondern ich bin voll drin in meiner Schiene und fühle mich wohl, bin komplett bei mir, habe auch gar keine Selbstwert, wie nennt man das nochmal? Rede ich schon wieder Quatsch. Mein Selbstwertgefühl ist einfach da, wo es hingehört und ich fange nicht an aus Selbstzweifeln, wie ich sonst tue. So wie jetzt zum Beispiel, wenn ich das Video mache.
Es ist schon, dass ich jetzt denke, oh Gott, das sehen gleich ganz viele und die denken bestimmt, oh mein Gott, die heult so viel und wegen Cassie Ort und die spinnt doch. Und ich möchte einfach damit zeigen, dass es mir nicht, also dass es auch ganz viel mit Kerstin zu tun hat, dass es mir so schön, dass das so eine schöne Erinnerung für mich war und dass das so positiv alles war und dass ich geweint habe. Aber es soll nicht so rüberkommen, dass ich jetzt so ein Groupie-Fan bin, der sagt, oh, ich habe Kerstin Ort getroffen und wow, und schreien und kreischen. Und, sondern ich sehe einfach den Menschen dahinter. Ich habe mit Kerstin gesprochen und nicht mit der, die immer lacht. Das war für mich halt wirklich ein total schönes Erlebnis. Und eben, was ich leider da rausziehen muss, dass, wie ihr seht, das ist jetzt zwei Tage her. Nein, drei. Drei Tage ist es schon her. Und trotzdem berührt mich das immer noch so sehr und trifft mich so tief und dass ich immer wieder weinen muss. Und ich falle auch zwischendurch noch ganz tief, dass wenn ich weine, dass ich nicht nur weine, weil es so schön war, sondern auch, weil es zu Ende ist. Der Abend, der war super schön und ich fühle mich einfach in solchen Momenten so wohl und ich habe einfach das Gefühl, dass ich das vielleicht öfter machen sollte, auch wenn es mir danach so schlecht geht. Aber mein Ziel ist es einfach, Momente zu schaffen in meinem Leben, wo es mir gut geht, und dafür muss ich das in Kauf nehmen, dass ich danach ein paar Tage habe, wo es mir wieder schlechter geht. Und ich möchte einfach darauf hinarbeiten, dass mein Leben so sein wird, dass ich viele solche Tage, obwohl ich unterwegs bin, wo ich zwischen Leuten bin, wo ich mich wohlfühle, die mich verstehen, die mich als Mensch akzeptieren, die sehen, da ist jemand, der steckt auch in mir drinne und ein Charakter einfach, was da ist. Alles, was ich selber in mir nicht sehe. Ich hoffe, dass es für mich auch ein kleiner Schritt nach vorne war. Ich habe ganz viele Kontakte natürlich kennengelernt und mit vielen gesprochen, mit vielen Fotografen, die mich dann mit Kerstin auf der Bühne gesehen haben. Und es ist einfach, es tat mir total gut und ich möchte das gerne öfter so machen und haben. Es ist natürlich ein unfassbar schwieriger Weg und man könnte jetzt auch sagen, hey Mädchen, geh doch einfach arbeiten, wenn du irgendwie Geld brauchst oder so, und träum nicht von dem großen Star sein oder irgendwas. Aber wie schon gesagt, wenn du einmal am Boden bist, dann machst du nicht Sachen, wo du dich ständig noch mehr kaputt machst. Wenn ich alleine dran denke, irgendwie in einem Einzelhandel zu stehen und Regale einzuräumen oder an der Kasse zu sitzen und mit den Leuten zu sprechen, das ist ein ganz komisches Gefühl. Das löst richtig Panik und Angst in mir aus. Und ich sehe mich selber bei dem Gedanken, also wenn ich daran denke, arbeiten zu gehen, in diesen normalen Berufen, sage ich mal, ich will das gar nicht abtun. Es ist total toll, dass es Menschen gibt, die das machen und die diese Berufe für sich entdeckt haben. Aber genau so ist es ja auch, dass jeder seinen Beruf einfach finden muss. Und diese Menschen haben ihren Beruf einfach darin gefunden, an der Kasse zu sitzen oder dies und das zu machen. Und für mich ist das einfach nichts, was mich erfüllt. Das macht mich immer wieder kaputt. Und ich habe jetzt gesehen, ich habe mehrere Ausbildungen angefangen und ich musste alle abbrechen, weil ich nach einem knappen Jahr einen Nervenzusammenbruch hatte. Und ein Nervenzusammenbruch kommt halt nicht von ungefähr, sondern der ist wirklich dann da und dann kannst du nicht mehr, dann geht gar nichts mehr und dann kann ich auch nicht mehr vor die Haustür. Und ich meine, ich muss mich doch selbst nicht zerstümmeln, indem ich sage, na gut, bevor ich gar nichts mache, gehe ich jetzt lieber irgendwo Regale packen. Und dann sehe ich mich in zwei Wochen wieder in der nächsten Klinik, weil nichts mehr geht. Und ich möchte für mich einfach, ich habe für mich den Entschluss gefasst, auch wenn es nicht leicht wird, ich möchte darum kämpfen, für diesen Traum, irgendwann auf der Bühne zu stehen oder überhaupt vor Publikum zu stehen, von mir zu erzählen, wahrgenommen zu werden, darüber zu sprechen, wie es mir geht, was ich mache, auch vielleicht mit anderen zu sprechen, sich auszutauschen. Das sind einfach Sachen, die mir gut tun und das ist das Einzige, was mich immer wieder rausholt aus diesem Loch. Und warum sollte ich es dann nicht versuchen, beruflich zu machen? Auch wenn es nicht leicht ist, ich weiß, das ist noch wirklich eine Traumvorstellung. Aber mit jedem Event und jedem Tag komme ich dem ganzen Jahr ein Stück näher. Und zum Abschluss möchte ich euch nochmal sagen, dass es auf jeden Fall so ist. Ja, man kann feiern gehen, wenn man Depressionen hat, weil man in diesen Momenten schöne Erlebnisse hat und man das wirklich manchmal für einen kurzen Moment aussteigen kann, wenn man das tut, was einen befreit, wie singen oder tanzen dann in dem Moment oder seinen Star zu treffen oder sich mit Leuten zu umgeben, die einem gut tun. Was aber nicht heißt, dass es einem danach dann besser geht. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich euch mit diesem Video auch geben wollte. Und ich wollte euch, wie gesagt, von dem Tag mit Kerstin einfach erzählen, weil so viele gefragt haben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen noch von meinem Leben zeigen, von dem Tag auch. Und es tut mir leid, dass ich so viel geweint habe. Aber es ist wirklich so emotional für mich und es ist, wie gesagt, so ein Ventil, was in meinem Bauch geöffnet wurde, wo ich jetzt das Gefühl habe, das, was seit Monaten irgendwie in mir staut und was sich an diesen schlechten Sachen irgendwie alles festgezogen hat,
dass das jetzt plötzlich raus kann, weil die letzten Monate waren nicht leicht für mich und das ist auch, das braucht man nicht verschönigen, es ist viel Scheiße passiert und für mich ist es deswegen umso schöner zu wissen, ich habe aus eigener Kraft dieses Treffen arrangieren können. Ich habe ganz allein meinen Mut zusammengefasst und ich bin auch ohne fremde Hilfe mit Kerstin dann ins Gespräch gekommen und alles. Ich habe das ganz alleine geschafft und ich finde, das ist, glaube ich, doch was, worauf ich schon stolz sein kann und ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht das letzte Mal war, dass ich da einfach weiterkomme in dem, was ich mir vorstelle. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute, bis zum nächsten Mal und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von mir sehen möchtet, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Channel, damit ich auch weiß, wie viele von euch das angucken und damit ihr auch kein Video mehr verpasst, weil das werdet ihr dann jedes Mal sehen, wenn ich ein neues Video hochlade und ja, bis dahin alles Gute. Tschüss!